Bleib dran! Männer, nicht so lange laufen lassen! Komm weiter, Junge! Hast du gespielt, Junge? Gut, Melo!
das ist gut. Kurz eine Analyse von der ersten Halbzeit und 2-0 vorgelegt in der zweiten Halbzeit. Kann man doch zufrieden sein? Vom Ergebnis her auf jeden Fall. Spielerisch bin ich im Moment noch nicht überzeugt. Wir kommen noch nicht mit der tiefen Spielweise von Freiberg zurecht. Da versuchen wir jetzt ein bisschen einen Plan B zu organisieren. Und ich sage mal, zumindest in der ersten Minute der zweiten Halbzeit zum 2-0 hat es ja geklappt. Versuchen wir einfach jetzt da einen Anschluss zu finden, um Freiberg, wie gesagt, die sehr gut tief stehen, die auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere gute Chance hatten. Der neue Mann im Freiberger Tor. Chancen, die wir kreiert haben, sind eigentlich mehr als diese noch roten Halbzeiten sind. Philipp, Freiberg gegen Köthen. Es war nicht die Erwartungshaltung von euch. Ja, wir haben uns das auch anders vorgestellt. Ich sag mal, erste Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten. Wir wollten uns erstmal hinten wieder reinstellen, schauen, wie die Gegner kommen. Dass unsere Verteidigung halt wieder ausgefallen ist und unser Torwart halt sich jetzt verletzt hat, na, das ist schade, aber mit dem Franz war trotzdem noch ein gutes Spiel. Zweite Halbzeit war einfach die Luft dann raus. Die Köthner, die können so gut anpassen, andrängen, die haben Ballbesitz, 80-90% Ballkontrolle. Das kriegen wir einfach jetzt in der Leistung jetzt noch nie hin. Wir müssen noch ein bisschen weiter trainieren, zusammenspielen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Philipp, nächstes Mal wird es wieder besser. Ja, hoffen wir. Wir geben das Beste.